Hallöchen, Popöchen, liebe Freunde, hier ist euer MacGyver und aus Foxys Art-Team. Und also ich habe mir eine App gedownloadet und es heißt Quizland. Was ich jetzt hier sehe, weiß ich allerdings nicht. So heißt es also, Player Nummer. Ich kann doch keinen Namen machen, oder kann ich hier einen Namen machen? Doch, geben Sie Ihren Namen an. MacGyver. So, das machen wir natürlich. So lasse ich das. So, man kann Sterne gewinnen. Leistung, Statistik habe ich natürlich noch gar nichts. Leistung, okay. Quizjäger. Ich bin eigentlich nicht so unbedingt so ein Quizfreund. Ich weiß nicht viel, ich kann nicht viel. Aber ich will es denn trotzdem mal versuchen. So, das gibt also Startseite, Freunde gibt es wahrscheinlich auch, kaufen kann man da, Duelle, Wettbewerb, aber ich mache erstmal Spielen. Mal gucken. Klicken Sie hier, um zu beginnen. Wollen wir uns das doch mal anschauen. Verbindung wird hergestellt. Klicken Sie auf den Warenkorb und informieren Sie über die. Das ist eine Frage zu beantworten. Wer ist Pegasus in der griechischen Mythologie? Geflügeltes Pferd, Riese, Einhorn, berühmter Handwerker. Da unten sieht man dann doppelte Chance, 50-50, Beschluss der Mehrheit und überspringen. So, ich habe eine Tochter, sie mag gerne fliegende Pferde. Ein Pegasus ist in der Mythologie. Sie haben keine Zeit mehr. Beobachten Sie den Timer oben auf dem Bildschirm. Fortsetzen. Ein geflügeltes Pferd. Ich sehe den Timer oben auf dem Bildschirm nicht. Ach, das ist das Runde. Pegasus. Lateinisch Pegasus. Selten auch Pegasus. In der griechischen Mythologie ein geflügeltes Pferd. Die Quelle aller war, finden Sie berühmten. Das ist geil, dass hier sogar draufsteht, warum und wieso und das ist, finde ich sehr gut. Auf jeden Fall war die Antwort richtig. Fortsetzen. Das ist sehr schwer, weil man nicht genug Zeit hat, um sich das zu überlegen. Was sagt mir jetzt das nächste? Kann ich jetzt hier weiter anklicken auf die Gesichter, um die nächste Frage zu beschreiben? Oh. Welche Tatsache ist auf dem Foto dargestellt? Oh, das ist schwer. Schwarz-Rot-Gold. Warte. Das ist schwer. Es ist, will ich nicht so lange warnen, es ist Deutschland. Das ist auch sehr einfach gewesen. Es macht sehr Spaß, wenn es auch mal einfach ist. Und wir machen noch mal. Die kann ich nicht mehr weitermachen. Was mache ich denn jetzt mal? Filmquiz wahrscheinlich, ne? Wie lautet der Name auf dem Foto abgebildeten Disney-Prinzessin? Das ist einfach. Ganz lange Haare. Es ist Rapunzel. Rapunzel neu verfilmt, ja. Man könnte das hier alles mal durchlesen. Weiß nicht, ob ich das alles machen soll. Ich kenne ja Rapunzel. Interessanter ist eher, wenn du was nicht weißt. Fortsetzen. Es sind sehr einfache Rätsel, obwohl ich mein Alter 38 eingegeben habe. Aber das wird bestimmt alles noch schwerer. Ich bin Level 1, ne? Aber guck mal, was ich hier habe. Fernsehen, also ein Dings, das ist bestimmt Archäologie, Blumen kann ich mich auch nicht aus. Und was ist das Köpfchen da unten? Was bedeutet das Wort Ambidextrie? Eine Sek nicht, ein Kerzenhalter. Nee, will ich jetzt nicht. Beidhändigkeit, eine Mittel. Das ist Beidhändigkeit. Nein, oder doch, das ist richtig. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein Kerzenhalter ist oder ein Insekt, weil nee, das Wort war, was bedeutet das Wort? Und bestimmt kein Kerzenhalter. Ein Insekt konnte ich mir auch nicht vorstellen und eine mythologische Figur hätte es sein können, aber das bedeutet nicht unbedingt das Wort. Also Beidhändigkeit, das war jetzt ein bisschen.
Logisches Denken vielleicht von mir. Aber wir wollen noch mal ein bisschen weiter. Ich gehe jetzt auf die Blume gucken. Hörst du dir das eigentlich? Welches Meerestier verdampft in der Sonne? Eine Krake bestimmt nicht, ein Haifisch auch nicht, Muschel, eine Qualle. Das ist doch sicherlich eine Qualle, weil was die Quallen bestehen, weiß ich nicht mehr. 90% Wasser oder was? 99% Wasser? Weiß ich nicht genau. Aber mit Sicherheit die Qualle. Quellen zählen zu den alten Tieren und der Erde noch heute in allen Meeren zu Hause. Mal sehen, ob ich das finde. Durchmesser von den größten Meeren. Ja, es sind verschiedene Arten bekannt. Ah ja, besteht aus 98% Wasser. Die meisten transparent und glockenförmig wie in dem Strand landen, werden sie hochwahrscheinlich in wenigen Stunden verdunstet und meistens verschwinden. Okay, das habe ich doch auch gut gemacht. Das habe ich doch sehr schön gemacht. Oh, Erdkunde, komm, wir machen jetzt Erdkunde da oben. Das sind Level-Tipps. Verwenden Sie einen kostenlos. Sehr schön, finde ich jetzt nicht. Kärtchen öffnen, was das so mal alles noch ist. Vielleicht kommen wir noch irgendwann dazu. Wieso habe ich noch 25 Sterne? Das verstehe ich immer nicht, weil ich mache das doch alles nicht. Naja. Gehe ich auf die Erde. In welches Land befindet sich der Berg Venixunasa? Der aus was? USA gehe ich nicht wahr, China auch nicht. Kanada oder Peru? Kanada oder Peru, sage ich. Sag Kanada. Nein, das war Peru. Wer soll das denn wissen? Ich hätte da wirklich, weil ich das nicht genau wüsste, hätte ich da mal machen sollen. Nun habe ich das falsch gemacht und schon darf ich mir eine Werbung angucken. Wer richtig redet, braucht sich keine Werbung ansehen. Das ist doch schon mal. Ich muss mehr darauf achten, dass ich auch mehr auf meinen Jokers gehe, auch wenn ich mir da irgendwie fast sicher war. Aber ja, ich war ja schon so weit richtig mit Kanada oder Peru. So, jetzt macht das weg da. Das ist so ein Gegeneinander-Spiel, auch witzig, ne? 0 Punkte habe ich dafür bekommen. Die habe ich falsch. So, was haben wir da noch? Maske. Welches Gericht ist auf dem Bild dargestellt? Oh. Leute, eigentlich das, was ich gerne essen, das sind Nachos. Heißen die wirklich Nachos? Ich dachte, die heißen immer Tacos. Ach du Scheiße. Eine Calzone ist das nicht, die Beef auch nicht. Das sind Nachos. Ja. Heißen die nicht mal Tacos, wenn man die Chicken kauft? Naja, machen wir nochmal einen zweiter. Kommen wir nicht wieder mit Blume. Das rote da und das nervt mich schon wieder. Wollen wir mal gucken, was da oben ist. Eulen gelten als Symbol der Religion, Liebe, Gesundheit, Weisheit. Eulen gelten als Symbol. Religion doch bestimmt nicht, oder? Obwohl, ja, Religion. Ich mache die doppelte Chance da unten. Oh, ich habe das nur gemacht. Religion. Scheiße, das war die doppelte Chance. Die Zeit ist um. Ich hab doch gedrückt. Werbeanzeige sehen. Ich hab doch gedrückt gehabt. Das hat doch sogar schon aufgeleuchtet. Das ist beschiss. Das wollte ich jetzt nicht. Oh Mann. Leute. Eulen. Ich habe kurz Zeit zu überlegen. Weil das wird ja was nicht gelten. Eulen? Zeit der Liebe nicht. Es ist echt schwer. Wisstet ihr,
aus was man das machen würde, aus was das gelten würde. Eule ge Ich habe doch Religion angeklickt. Guck mal, das leuchtet doch rot. Heißt das jetzt falsch gewesen? Dann kannst du doch die Weisheit sein. Eule gilt als Weisheit. Das war also die Chance. Dachte man sich ans Fehlverhalten machen, okay? Naja, eins mache ich noch. Das verursachte den Untergang von Titanic. Ein Torpedoschlag. Geht schon klar. Die Titanic ist doch eigentlich nur ganz einfach untergegangen durch einen Anprall mit der massiven Eisberges. Doppelte Chance. Gibt es auch für mich doppelte Punktzahl? Nein, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich nehme, das Eisberg ist natürlich die Titanic untergegangen. Und wenn es so schön war, eins mache ich noch, das hat mir Spaß gemacht. Und dann nehme ich das obere Ecke noch. Oh, wer von den genannten altgriechischen Philosophen war in der Lehre der Alexander dem Großen? Wer soll denn das wissen, Leute? Ich weiß das nicht. Ich nehme 50-50 Chance. Kostet mich eine Stelle, kriege ich auch mal welche dazu. Welches werde ich eher von den beiden nehmen? Ich nehme den hier, den zweiten. Ja, von 50-50 Chance. Hey, aber ich kriege nicht mehr Sterne dazu, Leute, oder? Nee, nicht die Sterne, aber da hinten. Was bringt mir das, wenn mir es irgendwie alles kostet? So nehme ich dies auch nochmal. Ich kann nicht aufhören. Aus welchem Stoff fertigt man die? Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. In Sport, aus Eis bestimmt nicht. Stahl mit Sicherheit auch nicht und Diamant schon gar nicht. Das kann ja nur Granit sein. Ist das nicht eine Art Stein? Granit. Ich wette, das ist Granit. Super. So, liebe Leute, jetzt muss ich doch langsam das Video an. Es geht lang genug, liebe Freunde. Und wenn ihr weiteres sehen wollt, es ist sehr witzig, das Spiel. Das muss ich wirklich euch mal lassen. Und ja, wir hören uns und einen schönen Abend noch. Und immer dran denken, wir sind nicht fix. Nein, wir sind die Foxys. Game over.